farbenfroh, humorvoll und auch etwas ironisch. Die Werke von Markus Göpfert stechen einem ins Auge. Auf 3 Etagen sind sie in der Galerie der Moderne im Kunsthaus Hasloch in Bad Kissing zu sehen. Leinwände, Skulpturen und Accessoires. All das können sich die Besucher anschauen und natürlich auch kaufen. Werke von Markus Göpfert. Seit 2004 ist er freischaffender Künstler. Schon in seiner Jugendzeit hat sich die Leidenschaft zur Kunst entwickelt. Ausschlaggebend dafür war sein Großvater. Anstatt er mit mir zu spielen, hat er mit mir gezeichnet und er immer in seinen großen künstlerischen Schwüngen, die er gezogen hat, hat er mich natürlich sehr begeistert davon und beeinflusst. Und damit hat man dann parallel dazu auch nichts anderes mehr gemacht, als solche Sachen umzusetzen. Seinen Ideen lässt er freien Lauf. Was in den Werken immer wieder zu finden ist, ein bestimmtes Motiv. Eine kuriose Kunstfigur, ausgestattet mit 3 Haaren, Fingern und 3 Zehen. Das ist in dem Falle quasi der Muffin, der von dem Namen ableitet muffelig, immer schlecht gelaunt. Das kommt von mir auch, ne? Wenn man nie das bekommt, was man bekommen wollte. Zum Geburtstag den kleinsten Stück Kuchen statt die anderen, ne? Und solche Sachen. Also daher ist die Bedeutung der Muffin, ne? So wie Ingo oder Markus, jeder seinen Namen hat, ne? Und dann habe ich halt daran gearbeitet, so eine Figur zu finden, die überall einsetzbar ist. Ob am Brandenburger Tor oder als Raphaels Engel. Der Muffin ist in jedem Werk von Markus Göpfert zu finden. Ob Sehenswürdigkeiten, bekannte Gemälde oder Landschaftsbilder. Wenn den Dresdner Künstler etwas beeindruckt, macht er ein eigenes Kunstwerk daraus. Mit vielen Ideen und Eigeninterpretationen. Doch wann ist dein Kunstwerk für Markus Göpfert fertig? Wenn ich es mit einem gewissen Abstand manchmal sehe. Weil wenn man permanent in dem Prozess drin ist, ne, dann kann man, weil mit jeder hinzukommenden Farbe, entsteht immer ein neuer Blick drauf, immer eine neue, entwickelt sich das immer neu. Und demzufolge eigentlich immer mal einen Abstand halten zu den Bildern, um dann nochmal zu sehen, aha, nö, es reicht aus. Oder jetzt kommt noch das dazu. Markus Göpfert und seine farbenfrohen Werke mit dem muffeligen Muffin. Dass seine Kunst auch in Bad Kissing begeistert, das erhofft er sich natürlich von der Ausstellung. Also das, was ich generell ausdrücken möchte, ist also, dass hier Leute kommen und erstmal diese Freude empfinden vielleicht, die ich jetzt versuche auch mit zum Ausdruck zu bringen. Der Markus Göpfert seine Runde dreht, also positiv, dass die Leute positiv mit positiver Stimmung aus dieser Ausstellung rausgehen. Die Werke von Markus Göpfert sind noch bis zum 7. Januar 2017 im Kunsthaus Hasloch in Bad Kissing zu sehen.